Es geht um 2000 Euro für Tom und Chris. Und zwar mit diesem Spiel. Tischtennis-Set. Ihr stapelt einen Turm aus Tischtennisschlägern und Bällen. Wir haben insgesamt 4 Schläger. Und pro Ebene benutzt ihr 3 Bälle, bitte. Wir haben ein paar mehr drin. Die Bälle müssen heile bleiben, nicht deformieren. Ne? Sie bleiben rund. Alle 4 Schläger. Sie kriegen keine, alle 4 Schläger. Okay. 5 Minuten habt ihr dafür Zeit. Auch da ist natürlich der Zeitjoker noch möglich. Zeit? Oder sagst du ihr eine? Nein, ihr habt die Zeit, auf jeden Fall. Aber von der Zeit, ob wir was sehen oder ob wir es irgendwo nicht haben. Ihr könnt immer fragen, ich sag's euch zwischendurch. Okay. Also an der Orientierung wird es nicht liegen. Die kriegt ihr. Beim Bayern wäre es so, bei uns ist es immer so ein bisschen zu sparen mit den Wörtern. Ja. Wenn ich nur Joker sage, dann meine ich Joker. Ne? Ganz ehrlich, imperativ verstehe ich sofort. Okay. Joker heißt Joker. Noch irgendwelche Fragen? Ja, das kriegen wir hin. Kriegt er hin? Ja. Sehr gut. In Chili Rot, die Tischtennisschläger. 5 Minuten. Es geht um 2000 Euro. Schafft ihr das nicht, sind auch die 1000 Euro futsch. Ne? Eingeloggt, die Gewinnstufe 5, 10.000 Euro. Das bleibt euch, aber da müsst ihr erstmal hin. Ich drück euch die Daumen. Die Zeit läuft ab jetzt. 3. So, was auf jeden Fall schon mal clever war. Chris hat den Griff nicht auf den Tisch gelegt, dadurch liegt die Schlägerfläche ganz flach auf der Platte. Ja, kann man drauf kommen, klar. Aber das hat er offenbar eben schon bei der Anmoderation von Matthias sich sofort vorgenommen. Ich meine, Heuballen, Holzstapeln ist was anderes. Hier ist es filigraner. Und Chris ist offenbar der Tüftler. Er ist vor allem übrigens auch ein sehr, sehr guter Sänger. Klassischer und der Jazzgesang ist seine Disziplin. Die Musik verbindet die beiden Freunde. Und das mag ich. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das habe ich sofort verstanden. Und ihr habt gerade mal eine Minute verbraucht. Ihr habt noch 4 Minuten. Da haben wir Schläger drauf. Da muss ein paar aus dir rein. Nein. Alles okay, gut. Kein Problem. 4 Minuten habt ihr noch. So. Wir müssen weiter rein. So. Das war jetzt gerade mal die schöne Slow-Mo. Und wir haben den dritten Schläger jetzt wieder auf dem Turm. Das ist natürlich wackelig. Natürlich bewegen sich die Bälle. Aber das geht. Das haben wir ausprobiert. Und wenn wir 2000 Euro verteilen wollen, dann muss natürlich auch was passieren. Man kann vielleicht auch so ein bisschen was an der Position der Bälle verändern. Je weiter die auseinander sind, desto größer ist womöglich auch die Fläche. Aber das nur am Rande. 3 Minuten habt ihr noch. Heute mit du den unten jetzt. Also. So, jetzt noch Schläger nicht drauf. Mal die Hälfte der Zeit um. So. Sieht gut aus. Mit unten weiter. Ich schau jetzt mal. Nicht die Nerven verlieren, cool bleiben. Ich bin möglichst weit auseinander. 2 Minuten 30 noch. Und notfalls den Zeitjoker greifen. Ist er unten? Unten darf er passen. Wir müssen uns gerade an den Oberstiegel gehen. Und er haut ihn ab. Das sieht jetzt gut aus. Sie haben es gleich. Jetzt bleiben wir ruhig. Ganz ruhig bleiben. Das ist wichtig. Ganz ruhig bleiben. Ihr habt noch 2 Minuten und 5 Sekunden. So. Nein. Zapperalot. Da habe ich kurz gedacht, der Turm würde stehen. 1,50 noch. Man merkt die Hände leicht zittrig. Wer will es ihnen verdenken? Oh, das ist gut. Vielleicht geht einer mal zum Buzzer. Wir haben noch Zeit, bitte. Ihr habt noch 1,30. Ohne Joker.
das war ein guter Move. Dieses Drehen des Tischtennisschlägers, des oberen Tischtennisschlägers, hat die Stabilität gebracht. Ja! Sensationell. Was hast du gemacht zum Schluss? Der Spinning Move. Ey, da steht ja wie eine Eins. Ja. Immer noch. Pass auf. 1000 Euro obendrauf, wenn wir noch eine Schicht machen. Nee. Nein. Das hat den ganz einfachen Grund, wir sind auch so weit hergereist. Ja. Wir sind nicht da, um zu zocken. Tatsächlich. Wir sind da, um ein bisschen Taschengeld mit nach Hause zu bringen. Ich habe ein großes Projekt, der Tom hat ein kleines Projekt. Wir haben uns ein schönes Limit gesetzt, irgendwo bei uns 10.000 einzupendeln. Und da wäre es jetzt fatal, jetzt zu zocken. Und jeder kann das kleine Geld, sagen wir mal, die 5.000 dann auf jeden Fall gut gebrauchen. Finde ich eine sehr, sehr vernünftige Einstellung. Ich habe es probiert. Ja. Steht in meiner Berufsbeschreibung. Ja, ich hab's. Ja? Wir haben es. Ja, aber was sind eure Projekte? Ja, meins aktuell. Ich bin Häuschenbauer mit meiner lieben Freundin tatsächlich. Wir haben Tischtennisschläger? Nee, nicht ganz. Schon mit Stein und allem drum und dran. Und ja, Häuschen ist nicht billig. Sie ist noch sehr jung. Das heißt, ich versuche selbst das alles ein bisschen zu stemmen. Und ja, da tut ja jeder Euro gut tatsächlich.